Wow, impressiv. Das ist impressiv. Imprägnant. Tür, das soll ich hier hin? Ah. Ich soll es nicht holen, ich soll es hinbringen, verstehe. Naja, aber glaubt sie uns das? Dass wir das hier abgeliefert haben? Wir hätten es ja auch in den Gully werfen können und sagen, ja, es liegt schon dort. Ich glaube nicht, dass die Liebreizende hier jemals vorbeikommt, um das alles auszuchecken. Ah, da werden wir kurz beten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. So, Stahlhelm. Ja, das war's auch schon. Das war aber ein kurzer Quest. Ein Bär hat sich uns entgegengestellt. Ich wollte den Geldbeutel eigentlich nicht mittragen. Ich wollte ihn aufnehmen. Das ist ein Unterschied. Da kann man sich hinsetzen und dem Talos huldigen. Ja, danke Talos für deine große Güte. Du meine Güte. So, dann bringen wir das Auge. Nee. Was haben wir denn da? Für was ist das gut? Achso, das ist die Gewürzlieferung. Na, jetzt gehen wir zum Blauen Palast und sagen ihr Bescheid. Vielleicht ist sie dann schon so dankbar, dass sie uns sofort ranlässt. Ah, wir kommen auch des Nächtens an. Was ist denn hier los? Geht ihr denn alle hin? Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ja, wasch dich mal. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt. Ja. Mit dir nicht. Dreckspatz. So. Hoch das Bein. Ins Horn hinein. Wow. Nettes Diadem. Es ist ein schöner Tag, immer wieder, wenn ihr in der Nähe seid. Bin immer wieder erstaunt ob ihrer Liebreizigkeit. Meine Mutter hat oder ob ihres Liebreizes. Ich habe das Horn gebracht. Falk sagte, ich könnte auf euch zählen. Habe ich keins mehr. Ihr habt euch das Recht mehr als verdient, Eigentum zu erwerben und den nächsten Schritt zu unternehmen, um Tane zu werden. Den nächsten Schritt? Sprecht mit Falk, wenn ihr das Geld habt. Und vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Mein Jarl, was benötigt ihr noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel. Ja, ja, das sagen sie alle, aber dann hat keiner mehr eine jemanden wie euch nutzen können. Eine Aufgabe für mich. Ich kann diesen Titel aber nur in Jarlmarsch oder wo das war, da habe ich es auch schon versucht. Bekannt ist und dem mindestens ein Haus in ich wollte helfen, aber keiner wollte meine Hilfe. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Ja, mach mal. Dann wünsche ich euch viel Glück. Geht's schon? Ja, es geht schon. Super. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit. Lange und in Frieden. Nein, für einen Mann bei Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Wieso geht das nicht? Ich hab doch schon alles. Bleibt zuversichtlich. General Tullius wird diesen Krieg gewinnen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Oh, 25.000. Bist du gelähmt. Naja, gut. Kaufen wir's halt. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Soll ich? Nee, ich warte noch. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr euch zum Kauf des Hauses entschieden habt. Ah, vielleicht muss ich ein Haus haben. Ich werde nicht vergessen, was ihr für Einsamkeit getan habt. Sagst du? Mit dem Dahinscheiden meines lieben Mannes Torik ist die gewichtige Position. Ich gehe mal raus und wieder rein und warte eine Stunde, vielleicht. Bitte richtet Fragen an meinen Vogt. Weil ich hab schon alles, schau. Hilft den Einwohnern, ja. 5 von 5. Eigenartig. Achso, muss ich... Ich muss ein Haus kaufen, glaube ich, ja. So ist es. Kauf ein Haus ist ein Quest. Ich meine, kein Quest, aber es steht zumindest. Für etwas Geschäftliches. Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht... Wunderbar. Das kann man sagen, dass das geschäftlich ist. 25.000 Lappen, Mensch.
Gut Stolzspitze. Ah, das ist ein Kosename für meinen Hannes. Ich würde es gerne einrichten, wenn es sich einrichten lässt. Nein, ich will halt nichts mehr einrichten. Ich habe genug ausgegeben. Ich habe ja keinen Geldscheißer. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten seid, siehst du, jetzt geht's. Wendet euch bitte an Falk Feuerbart. Nein, ich würde gern gekreuzigt zum Ritter geschlagen. Zum Tane von Harfingar. Glückwunsch. Zum Haar? Was? Euch einen nicht von Einsamkeit? Der eurem Haus vorsteht. So wie diese Waffe ich krieg wieder einen Ruskarl. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen... Ja, puf, das wäre ja noch schöner. Bin ich der Pöbelmensch? Bleib zuversichtlich. Mach ich. Besuche Gut Stolzspitze. Der Quest ist immer noch da mit den 5 und 5. Julius wird diesen Krieg gewinnen. Es ist ja hoffentlich nichts verbuggt. Man kennt ja Bugfester. So, mal sehen, wie sich meine stolze Spitze so anfühlt. Ah, immer wieder imposant hier. Oben kreisen die Habichte. Unten kreist der Kanal. Kreist das Abwasser. So, hier. Hier ist auch was. Das ist mein Haus, oder wie? Glück allein. In meinem Eigenheim. Nein, ich bin der neue Besitzer. Ich spreche dir. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Und meine Mätresse. Naja. Langes Leben euch, Tane. Und euch und in Frieden. Ehre sei mit euch, mein Tane. Seid ihr vom Planeten Vulkan? Ich brauche Hilfe. Nee. Bis zum nächsten Mal. Ihr macht schon diesen Vulkan ja groß, schau. Ihr habt kein Glas in der Hand. Ah, das ist alles verpackt hier. Euch, mein Tane. Das ist mein Haus. Das sieht ja aus wie ein Sauhaufen da. Schaut euch den Saustall an. Die sitzt da rum und säuft, statt dass sie aufwischt. Ah. Kann man sich ja nur aufregen in dem Haus. Ne, ich gehe wieder. Da lobe ich mir mein Briesenheim. Da ist die Lydia zuständig. Die macht alles sauber. Kein Staubkorn am Boden, nix. Das nenne ich einen Huskarl. Hey, der geht gerade. So ein Zufall. Hey, Vittoria. Der Lenz ist da. Ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Unsinn. Der Mann hat mir nichts geschenkt. Es geht da um diese Gewürzlieferung. Ihr kennt schon. Ach ja, wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Überreden. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag ihren Würzwein sehr. Na schön. Richtet Yvette Zahn aus, dass ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Es wird Würzwein sein. Und wir werden nimmer sein. Richtet Yvette. Yvette. Die ist da zu Hause. Naja. Oh, schon wieder so ein Gaunerzinken. Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Es ist mitten in der Nacht. Da irren sie sich. Es ist großartig. Na, mitten in der Nacht ist es nicht. Okay, 8 Stunden warte ich. Ich will sie nicht beim Schlafen stören. Und ich bin stolz, es meine Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Aha. Alter Depp. Folgt einen gut gemeinten Rat. Lasst die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Wer? So viele Trinkspiele, so viele Wetten. Trinkspiele. Und ich bin zu alt, um das Geld selbst aufzutreiben. Habt ihr einen gehoben, jedes Mal, wenn ihr einen Drachen gesehen habt, oder wie? Er ist ein sturer Ochse. Ich weiß nicht, was das bringen soll. In das Ochsenblut. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie.
Aha. Ihr seid aber nur zu zweit, oder? Also da ist sie jetzt nicht mehr drin. Die ist des Nächtens rausgegangen. Ah, sehr verdächtig. Was treibt die denn so? Ah, nee. Ah, die steht am Stand. Verzeihung. Euer Fisch. Ist nicht mal ganz frisch, glaube ich, aber... Bitteschön. Yvette! Oh, wie sieht denn die aus? Oh. Würzwein für euch? Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Danke. Problem gelöst. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure Mühe. Hm. Was denn? Hey, 6 von 5. Wow. Was ist? Ich habe 110%. Ich bin Mr. 110%. Was sagst du zu mir? Unterwegs zu sein. Mr. Perfect. Das ist sogar besser als Perfect. Jetzt ist er wenigstens verschwunden, der Quest. Gott sei Dank. Puh, das wächst mir alles über den Kopf, diese vielen Quests. Was ist das? Unterhalte dich mit Tomilia. Bardenakademie? Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist zwar hilariös, aber... Wir machen es ein andermal. Da geht's raus. Und wir müssen darüber, oder? Ich habe schon wieder vergessen. Inska, die ist doch da, oder? In Einsamkeit. Klar ist sie das. Weiß ich doch. Kommen der Sache schon näher. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Da ist sie zu Hause. Gleich hier. Brühling? Wieso Brühling? Will aber da nicht einbrechen. Scheiße. Mach ich jetzt. Jenska ist bei Brühling. Die ruft doch sicher die Wachen. Ich kenn das doch. Und dann speichere ich lieber vorher, weil bin ich ganz Einsamkeit. Obwohl ich bin ja jetzt gehöre nicht mehr dem Pöbel an. Das heißt, die Wachen können mir gar nichts. Wird sie gleich schreien? Zu Hilfe! Oder ist das ein Ehre? Nee. Ja, super. Ach so, da geht's hoch. Verstehe. Dachte schon. Ich war nie eine Söldnerin. Wo? Und habe meine Dienste nie verkauft. Ich war immer für mich selbst auf Abenteuerreise. Da? Wo ist er? Schau dir diesen Quest an. Marker an. Das ist eine Sauerei. Da oben. Verstehe. Mensch, bin ich blöd. Bin ich doof. Hallo, Eisenhand. Muss euch leider aufwecken. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Ich werde euch nicht. Ihr habt hier nichts verloren. Ah. Verschwindet. Ihr hättet besser auf mich gehört. Was? Wachen, Hilfe! Ein Eindringling! Ah, Scheiße. Na okay. Nein, ich lade wieder. Das taugt mir nicht. So will ich das nicht machen. Ich warte einfach, bis sie rauskommen. Ey, da liegt ein Zaubertrank. Schau mal. Was tut denn der da? Starke Heilung. Einfach so. Ja, also vielleicht sind die Nacht aktiv. Scheiße, jetzt habe ich extra gewartet, des Tages. Warte nochmal 2 Stunden. 2 Stunden kann viel passieren.
Aber ich hatte mir höhere Ziele gesteckt. Nicht dieses Mal. Er hat sich nie darüber beklagt. Er fehlt mir. Nee, die hocken da drin und schlafen bei helllichtem Tag. Wie finde ich denn das? Raus aus den Federn. Ah, jetzt. Jetzt sind sie endlich aufgewacht. Langschläfer. Das kommt davon, wenn man in voller Rüstung schläft. Da hört man den Wecker nicht, weil der Pelzhelm so eng ist. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße... Der Irnska, wer ist denn das eigentlich, der Schmied? Nee. Hat der Arme sich in die Rüstung Maul. Gemacht. Hey, wollt ihr Fangen spielen? Da ist er, Eisenhand. Als ich noch jung und ungestüm war, habe ich einen Mann mit einem einzigen Hieb den Arm gebrochen. Vor 100 Jahren hatte ich auch ein Hufeisen in meinem Handschuh versteckt. Puh. Schulden sind Schulden. Entweder er bezahlt oder seine Sippe tut's. Mischpoke. Er ist ein alter Mann. Lass es doch gut sein. Er verliert schon jedes Mal was. Gut. Nach dem Essen. Ihr hört euch wie ein Priester der Mara an, aber ich verstehe schon. Richtet ihm aus, er soll die Sache mit dem Gold einfach vergessen. Wow, ich hab... Sorgt dafür, dass euer Schwertarm stark bleibt. Mein Schwertarm? Besser Schwertarm ab als Schwertarm dran.